Nein, danke. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute der Community Day. Nein, danke. Heute der Community Day mit. Wie heißt's denn? Jetzt haben sie mich komplett durcheinander gebracht. Ist das nicht der Tobi? Ist das nicht der Tobi, der sich da rumschleicht? Da drüben? Heute also Community Day mit Knackleon und alle haben gesagt, Knackleon, so eine Scheiße, aber wenn das einmal weg ist, kann ja nur was anderes, besseres hinterherkommen. Wir sind also gespannt. Außerdem finde ich Knackleon gar nicht so doof. Vor allem das grüne Shiny in der ersten Form sieht doch richtig genial aus. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich werde auch gleich wieder die Levelaufstiege machen und dann mal zeigen, wer alles aufgestiegen ist. Glücksei habe ich irgendwo in der Hose, ne? Lauf mal wieder zum Strich, Treffpunkt jedes Mal. Ah, rennt immer noch weg. Gleich haben wir einen eingeholt. Juhu! Nein, hast du nicht. Wir sehen uns am Strich auf jeden Fall. Und viel Spaß euch natürlich beim Community Day. So, jetzt ist es um 11. Und ganz schlau gemacht. Ich habe gestern noch Geschenke verschickt an welche, die sowieso wieder in der Nacht aufgemacht haben. Angeblich gibt es aber einen Trick, wenn ihr nämlich die App zu habt und erst am nächsten Tag in die App reingeht und beim Starten der App direkt auf euren Beutel geht, dass ihr zu den Glückseiern kommt, dann könnt ihr noch ein Glücksei einwerfen. Na? Los, Internet! Boom! Dann könnt ihr noch ein Glücksei einwerfen. Und falls trotzdem jemand in der Nacht schon geöffnet hat, zählt das dann jetzt mit Glücksei noch dazu. Wir testen das mal, machen das mal hier auf und schauen, ob jemand geöffnet hat. Sieht noch nicht so aus. Vielleicht haben die auch gewartet und ich vertraue den Leuten einfach zu wenig. Wir gehen aber jetzt rein. Wir werden jetzt erstmal die Sachen annehmen, die wir öffnen können und hoffen, dass die anderen in der nächsten halben Stunde auch noch öffnen, die jetzt 100 Jahre gewartet haben. So. Also ich öffne jetzt, wir sehen uns gleich und warten, ob der Rest noch kommt, weil es ist immer noch keiner da. So, das seht ihr, 1, 2, 3, 4, 1 ist super Freunde geworden, aufgestiegen. Den habe ich nicht angenommen, das hat er angenommen, wunderbar, da wurde gewartet. Gehen wir weg hier oben. Und, da geht's weiter, Luisito MKB, der hat geöffnet, seht ihr, wunderbar, Hyperfreunde, 100.000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir Adi 2603, ne, der kleine Adolf, beste Freunde, 200.000 Erfahrungspunkte. 34 Eyes, nochmal 200.000 Erfahrungspunkte. Lift Up Raider, 200.000 Erfahrungspunkte. Pausenmaus 77, Hyperfreunde, 100.000 Erfahrungspunkte. Roll Zombie nochmal 100.000 Erfahrungspunkte. Oben sitzt Maulwurf. Selva, Let's Play YouTube 100.000 Erfahrungspunkte. Das oben müssen wir wieder wegdrücken, dass es hier weitergeht. Ah! Immer diese Benachrichtigung. RSG Tim, Hyperfreunde 100.000 Erfahrungspunkte. Und wir drücken immer noch und drücken immer Hallo, noch. Ramses. Hallo Bob! Na, war das schon alles? Das war wohl schon alles und wir gucken mal hier, denn hier sitzt nichts. Wo sind die ganzen Knackleon hin? In der Nearby-Liste haben wir wenigstens welche, aber wir machen mal den Ton aus, den brauchen wir nämlich gar nicht. Also hier, die Musik, die stört. Jetzt ziehen wir mal los. Der Rest ist immer noch nicht da. Gut, Bob ist jetzt da. Der Typ mit Hut ist weg. Und gucken mal, ob wir was Saftiges fangen. Gute, Bob hat das erste Shiny und alle rasten aus und sind ärgerlich, weil er zu spät kommt und hat das erste. Zeig es mal in die Kamera, hast du es schon? So, hallo Bob, da Hi. Ist es. Hast du dich rasiert? Von gestern auf heute. Da das erste Shiny, ich hoffe, das erkennt man. Wir laufen weiter auf jeden Fall, Bob der Glückliche mit dem Kackleon. Eigentlich müsste es braun sein als Shiny, ist es aber nicht. So, da hat sich noch einer reingeschlichen, der Ludinho 72, Hyperfreunde, hat also geklappt, dem habe ich auch gestern Abend geschickt, habe das Handy ausgelassen in der Hoffnung, der macht nicht auf. Kommt denn noch einer, da ist noch ein Knackleon, leider kein Shiny und die Sonne brennt, heute wenigstens, oh 1095, das tüt mal ein und melden uns dann zurück, wenn das erste Shiny drauf ist. Und Pupsi, auch das erste Shiny. Wir gucken noch mal fix drauf, solange ich noch keins habe. 683, wunderbar.
aber trotzdem taucht relativ wenig auf. Ich mache schon jedes Modul an, jeden Stop zünde hier, dem ich vorbeikomme. Auf dem Weg von hier unten, von oben bis hier unten vielleicht 3 oder 4 Knacklion gerade mal gehabt. Sonst hast du da immer schon 20 und musst immer zu stehen bleiben. Hier kannst du durchlaufen, ist ja eh nichts da. Was ist da der Grund? Das wissen wir nicht. Vielleicht wird es ja wieder nachgeholt. Oder es ist halt am Anfang so. Wir gucken mal. So, jetzt sind wir in der Caritas Gas angekommen. Da wisst ihr Bescheid, da geht immer einiges. Hier brennen sogar schon die Module. In der ganzen Stadt noch nichts, aber hier, da glüht alles. Und da ist auch das nächste Shiny bei Pupsi mit 510. Der Bob hat jetzt schon 2. Der liegt jetzt in Führung. Trotzdem, egal wo man langläuft, kaum. Sie hat auch 2, gut, habe ich doch. Ich dachte, das ist auf dem anderen Account gewesen. Aber egal, wo man langläuft, kaum Knacklion. Was war da los, Niantic? Sherlock Holmes? Das spricht doch glatt nach Wiederholung. Da hängt jemand aus dem Fenster, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Ne? Bob, pass auf, nicht, dass er auf dich drauf fällt. Alles wird gut. Wir laufen aber weiter, gucken, ob wir... Oh, da kommt ein Hund. Hui! So, der Tobi hat sich gerade riesig gefreut. Wir haben nämlich die Marktlücke gefunden. Richtig genial. Da unten ist gerade ein Auto vorbeigefahren, ein Polizeiauto. Und dann kam ich auf die Idee, Tobi, komm, wir lassen uns einfach Pullover machen, wo drauf steht, fuck the police, ne? Also fick die Pullover. Dann seid ihr richtig krass. Vor allem, ihr habt einen Pullover an und seid gegen Pullover. Das ist so provokant. Erstmal 10.000 Likes für die Idee. Ihr wisst Bescheid. Na, Spaß. Trotzdem, fuck the police, Alter. Und alle so, was? Das ist ja richtig krass. Und dann lesen die das. Richtig genial, das müssen wir machen. Also nächstes Video dann. Nächster C-Day mit Fuck the Police Pullover. So, und der nächste Hyperfreund ist da, der Liam Hinter. Natürlich ohne Glücksei, 11.38 Uhr. Hätte das nicht um 11 Uhr sein können, das wäre genial gewesen. Andere würden den jetzt sofort löschen, wenn ich hier an No Gym denkt, die hat immer, wenn jemand nicht im verabredeten Plan das Ei, den Aufstieg gemacht hat, das Geschenk geöffnet, haben die immer gesagt, gleich raus damit. Weil die wollten, sind so auf die EP gegangen für beste Freunde und für das Level 40 ohne Team. Aber den lassen wir mal drin, mal gucken. Bei beste Freunde wird das anders laufen. Hoffe ich zumindest. Ja, man kann ja noch träumen dürfen. Wir haben heute sogar einen Special Guest, ne? Der Thomas ist nämlich auch da. Sag mal Hallo, Thomas. Grüße, mal wieder. Kennt ihr noch einen Thomas? Schreibt's mal in die Kommentare, ne? Legendär einfach damals. Wer kennt noch die Raid-Stunden? Nicht die Raid-Stunden, die Raid-Tage. Richtig genial. Wir haben jetzt auch noch neue Connections geknüpft. Da unten haben wir noch ein paar Leute in die Gruppe mit reingeholt. Die müssen wir dann hier... Wo sind die denn? Die sind weg. Die weg sind, müssen wir auch noch in die Gruppe holen und... Immer noch kein Shiny, aber ist ja nicht schlimm. Es spawnt ja auch nichts. Ey, ich hab 3 Stück, wenn du eine Runde läufst. Deine ist nicht besser und hier auch nicht. 5. Auch schon ein Haufen. Auch schon ein Haufen? Der hat einen Haufen gefangen. Ja, bist du besser als ich? Und Melly noch gar nicht. Jetzt hätte es ja kommen können, ist es aber nicht. Gut, wir laufen einfach mal weiter. So, getreu nach dem Motto Fuck the Pullis, ne? The Pullover, heißt es jetzt einfach nur Fuck the Shinies, denn nach getrost einer Stunde habe ich immer noch kein Shiny. Ich auch nicht. Da brauche ich auch die Bildschirmaufnahme nicht anmachen. Die anderen feiern schon, ne? Tobi macht sich schon Bier auf und so. Also, obwohl er noch kein Shiny hat. Der hat die Hoffnung schon aufgegeben. Shiny! Der poppt schon wieder eins. Zeig schon mal. Warte. Ja. 1 Stunde und 5 Minuten. 1 Stunde und 5 Minuten. Die Korinthenkacker wieder aus der letzten Ecke. Drücken mal hier kurz. Vielleicht haben wir ja aus Versehen da noch eins drauf. Nee, da haben wir nicht. Jetzt habe ich auch meins. Wieso denn? Und dazwischen hätte ich fast noch. Jetzt hat er auch eins. Toll, gut. Wert keins. Icke. Super. Wir laufen einfach mal weiter. Schön, dass sie alle wettergeboostet sind mit über 1000. Das wäre natürlich richtig fett. Wir geben es aber nicht auf. Wir laufen weiter auf der Suche nach dem Shiny. Und da ist das Shiny. Visor. Toll. Jeder andere würde sich freuen, aber ich suche doch Knacklion. Visor habe ich doch schon. Aber trotzdem cool, da mal ein Visor zu kriegen. Ihr seht das mal hier auf dem Weg. Ne? Da sitzt es nämlich auf der Straße.
Und da ist es. Und es glänzt. Wunderbar. Das nehmen wir jetzt aber mit. Das werde ich überall reinblenden bei den Zwischenübergängen, weil knack die und habe ich ja keins. Also ist heute Wieso Community Day. Richtig genial. So, die beste Ecke bei der Bibliothek, bei der Stadtbibliothek. Wir wollen mal hier schauen. Da haben wir nämlich ein Shiny mit 345. Da haben wir noch eins mit 452. Hier noch 452, das ist dasselbe. Und der Ramses hat es geschafft. Nach 12:21, also um 12.21 Uhr, nach einer Stunde 21. Mann. 1001 WP, ein Shiny Knackleon. Das erste, jetzt gehe ich nach Hause. Tschüss, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Das Wieso war immer noch cool, oder? Das ist der Wieso Community Day. Nein, ich fange das jetzt in Ruhe und dann laufen wir rum. Jetzt kann der Tag nur noch besser werden. Jetzt habe ich Blut geleckt. Wenn es jetzt flieht, ne? Also. Oh, geflüchtet. Nein, red nicht so Zeug. Aber anscheinend bei dir was? Ja, mit 1001. Glückwunsch. Juhu! Ich will auch so ein hohes. Meins hat nur 400. So, in der Nearby-Liste ist gerade was richtig Geniales aufgetaucht. Nämlich das komische Zebra schon in der Weiterentwicklung. Wissen aber nicht, ob wir von hier da rankommen. Ich glaube es nämlich mal nicht. Laufen einfach trotzdem mal in die Richtung. Da sitzt auf jeden Fall noch ein Knackleon. Bob hat gerade auch einen 98er gepostet, was gespawnt ist. Kriegt man es von hier? Okay. Ich habe noch das Knackleon drauf. Stellen uns mal hier in die Autos. Oh, das sieht aber schön aus. Wir gehen mal hier runter. So. Hausfriedensbruch, Bruder. Gucken jetzt mal, das sitzt es nämlich. Boom! Ein wildes Zebritz. 1204, das sieht doch genial aus. Wir stellen euch mal kurz hier ab. Wir werfen da mal eine Beere drauf. Gucken mal, ob wir das so fangen können. Ja, das sieht schon mal gut aus. Nein! Bruder, beruhig dich doch. Oh, immer zu kurz. Immer noch zu kurz. Gleich keine Bälle mehr. Jetzt hüpft's. Großartig, jetzt müsstest du noch drin bleiben. Bleibt's natürlich nicht. Nehm mal die goldene. Großartig. Jetzt warten wir nochmal. Eins, zwei, drei. Da ist es drin, wunderbar, hat der Tobi gut aufgepasst. Den Pokédex-Eintrag hat man zwar schon, aber ich finde das trotzdem cool, weil, boom, wenn ihr da drauf drückt, das leuchtet einfach richtig gelb. Das sieht man schön, dass es ein Elektro-Pokémon ist. Jetzt aber weiter, Knackleon, ich habe nämlich immer nur noch eins. Brauche natürlich noch zwei eigentlich, für die ganze Familie. Und da hinten brüllt es schon wieder rum. Shiny! Und wir auch mit dem zweiten, sogar noch höher als das erste. 1035. Richtig genial. Das hat er auch! Das habe ich nicht! Jetzt müssen wir das nur noch fangen. Wir fangen das mal jetzt hier direkt. So, ey! Raus weg! Ball macht irgendwie Spirenzchen. Das hat aber eine scheiß Bewertung einstellen. Auch sag das doch nicht schon vorher, da fliege ich halt jetzt oder was? Nein, es geht ja nur um das Höchste. Eins braucht man noch für die Familie. Zur Not gibt Pupsi eins ab, das weiß ich schon. Macht sie doch gerne, wenn sie schläft und ich an ihr Handy gehe. Dann gibt sie das gerne ab. So, das war's. Jetzt gehen wir weiter. Suchen das Dritte. So, wer zieht hier wohin? Das neue Spiel von MB. Und da ist das dritte Shiny. Ich habe auch eins. Wie jetzt? 227, ach, das ist schon wieder dasselbe. Das tüten wir jetzt auch mal ein. Die anderen sind sich alle Eis holen. Aber der Ramses und der Tobi, ne, der hat ja schon Eis. Weil der Ramses, der darf kein Eis essen, sonst platzt er. Und deswegen, nachher wird gegrillt, geht er lieber auf Suche. Es ist nämlich noch knapp eine Stunde. Eigentlich sind es noch 51 Minuten. Dass der da wenigstens noch eins mitnimmt. Beziehungsweise noch eins, hätte ich auch nichts dagegen. Aber die Familie ist jetzt wenigstens voll. Drei Stück im Sack, nachdem es so mau war. Ich mach's aus der Hölle. Das ist schon wieder nix. Guck mal, zwei Stück in der Nearby-Liste. Ich verstehe es nicht. Wie, hat es wohl 666? Mhm. Habt ihr auch eine Höllensammlung an Pokémon? Schreibt's mal in die Kommentare.
Die anderen kommen langsam wieder angewackelt. Wir ziehen weiter und gucken, ob wir noch eins bekommen. So, am Strich angekommen. Hier sitzt sogar ein Vermicula, also das Kontinentale, das Gegenstück zu dem Ameisenbär. Die Ameise, der Tobi. Der Tobi hat es noch gar nicht. Oh, schön. Wir nehmen das mal mit. Zack. Ich denke mal, die anderen haben das auch noch nicht so. Das ist nämlich nicht so häufig. Ich glaube, das Erste, was ich jetzt hier direkt wild sehe. Jo. Tüt mal ein. Klasse, gefangen. Richtig genial. Hab und ja schon eure vermietet. Och, alle Werte auf 12. Das sieht ja schön aus. Das nehmen wir mit. Das war's. Und wir warten immer noch auf den Rest. Die sich jetzt wahrscheinlich das größte Eis der Welt holen, solange wie es dauert. Fünf Kugeln mindestens. Fünf Kugeln. Fünf Kugeln pro Kopf, Bruder. Neuer Track von Bushido. So, wir kommen gleich zum Ende der Raid. Ach, der Community Day ist nämlich gleich um. Wir wollen dann noch zum Raid runter an die Sonnenuhr. Und wir gucken mal kurz, wie viel die Leute so ungefähr bekommen haben, dass ihr mal eine gewisse Quote habt. Hier fangen wir mal an irgendwo. Wer will zuerst? Ich habe 8 gefangen. 8 Stück? Das sieht auch gut aus. Wunderbar. Glückwunsch. Ich habe auch 8, aber noch einen Shiny Roselia. Ein Shiny Roselia da noch dabei. Auch 8 Stück. Richtig genial. Wie sieht es hier aus beim Bob? Ich habe 7. 7? Kein Roselia, ja? Guck mal, die ganzen Mewtwo da. Richtig genial. Hupsi hat, glaube ich, den Checkpot, oder? Ne, wie viel haben wir? 3 auf dem. Aber hier 8. Und guck mal, da das kleine Pandia. Oh, ist das süß. So, die Annika lass mal aus. Die Annika hat nur 3. Die macht Kind. Die Annika hat 3 und der Flo hat 8. Auch 8 Stück. Richtig genial, wunderbar. Die anderen laufen sogar noch ein Stück. Die wollen noch einiges mitnehmen. Und der Typ mit Hut, der Tobi, der ist nämlich schon abgehauen. Wir gucken mal bei mir kurz rein, werden dann noch das höchste Shiny entwickeln und laufen dann runter zum Raid. So, da seht ihr, wie es bei mir aussah. Hat ja lange gebraucht, 1,5 Stunden fast, bis das erste kam mit 1001. Wir haben noch eins mit 1035. Wir bewerten die mal kurz, einfach spaßenshalber, obwohl ich eh nur das höchste entwickeln werde. Hier, das sieht also richtig schlecht aus. Das sieht schon besser aus. Und das hat sogar das meiste an Angriff. Wir nehmen aber trotzdem das hier mit 1035, entwickeln das fix mal durch. Was denn? Oder ist einer müde, ne? Eine. Und das finde ich immer noch am genialsten, das Knackleon mit der Shiny-Farbe. Das ist cool. Wenn das jetzt entwickelt ist, würde ich gar nicht mehr erkennen, dass das Shiny ist, weil ich dachte, das normale sieht so aus von der zweiten Stufe. Habe ich das nicht im Kopf, aber dieses Orange gewechselt zu Grün ist auf jeden Fall genial. Wie Brava, und das entwickeln wir jetzt noch zu Lee Beldra, müsste das sein. Wie viele Shinies habt ihr heute bekommen? Wie fandet ihr den Community Day? Sind bei euch auch so wenig Knackleon gespawnt? Oder lag das hier an Hildburghausen? Ne? Das weiß man nicht. Da war nämlich eine Veranstaltung, da haben sie sich nicht hergetraut, damit sie nicht irgendwelche Prospekte aufgeschwatzt bekommen. 2231, das ist eigentlich auch cool für PvP, mit dem Ding zu kämpfen. Ist aber leider, jetzt hat es auch 2 Erdkräfte, hat 100 sogar. Geteilt, eine doppelgeteilte Attacke mit 100, also die ist ja eigentlich doch richtig krass. Kommt aber leider nicht mehr in die Superliga, kommt leider in die Hyperliga. Aber egal, wie viele Shinies habt ihr bekommen? Hattet ihr Spaß? War es warm? Heute mal wieder ein schöner Tag gewesen, die ganze Zeit hat es ja nur geregnet. Dann kommen die Temaraner nochmal angegurkt. Ist das ein Arsch? Dann kommen die Temaraner nochmal angegurkt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Jochen Bendel ist auch am Start. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, zum Abschluss noch ein Raid gemacht mit 18 Leuten, 18 Accounts, richtig fett. Und von 18 Accounts ist nur ein Shiny dabei gewesen vom Juden Franz, ne? Das wollen wir mal in die Kamera halten. Den Pixel mal weg, ne? Sonst kommen die ganzen Leute, wenn er famous hier. 18,55, Glückwunsch natürlich. Boom, gelungener Abschluss. Wir fangen jetzt noch für einen Kollegen hier und sehen uns dann beim nächsten C-Day.